Ja, hallo, hier ist ja wieder Eurico. Heute geht's um das Thema Betten. Betten, wie sollen Betten sein? Als erstes stabil, langlebig und einfach Einzelstücke. Ich habe euch hier mal ein Bett für euch gebaut. Das könnt ihr euch gerne mal angucken. Schaut mal. Ich habe, wie gesagt, mit Absicht jetzt mal die Kopfkissen weggelassen, damit ihr das alles mal sehen könnt, richtig. Ich werde euch auch hinten an noch ein paar Fotos hängen von anderen Möglichkeiten, wie man Betten bauen kann. Nun braucht ja nicht jeder ein Ehebett. Viele haben ja nun mal mittlerweile zwei, drei Kinder. Und eigentlich ist es schön, wenn man ein Kinderzimmer hat und ein Spielzimmer. Deswegen habe ich einfach euch mal gezeigt, wie man Platz optimal nutzen kann zum Schlafen. Ich habe euch hier mal ein Doppelstockbett gebaut. Eigentlich gleich zwei an der Zahl. Guck mal, mit Gitter, dass keiner rausfallen kann. Eine gemeinsame Leiter nach oben. Hier zeige ich euch mal ein Doppelstockbett für vier Personen. Hier zeige ich euch ein ganz normales, gewöhnliches Ehebett für zwei Personen. Und hier die Möglichkeit der Nutzung einer Dachschräge als Schlafnische. Wie gesagt, wenn ihr auch Betten bauen wollt, ich baue wie gesagt aus Kanthölzern, aus Bohlen, aus sämtlichen Materialien Betten mit extrem stabilen Lattenrosten. Ich habe gute Leute in der Hand, die perfekte Matratzen haben, die auch gerade für Schwergewichtige geeignet sind. Dann würde ich euch einfach empfehlen, geht auf meinen Blog auf sorgenlosteam.de. Auf sorgenlosteam.de findet ihr rechts oben den Gratis-Report anfordern. Vernetzt euch einfach mit mir, schreibt mir hinterher noch eine Mail und schreibt mir einfach, was ihr genau braucht, was ihr sucht. Und ich werde euch dann die sogenannten Informationen zukommen lassen. Und würde mich freuen, wenn ihr mich einfach abonniert. Wie gesagt, ich mache ja immer viele Tests oder zeige euch Tricks und Tipps. Ne? Bis dann, euer Rico. Tschüss!